Hallo meine lieben Foodies, heute gibt es ein ganz tolles Spargelrezept, denn ich persönlich mag total diesen grünen Spargel, vor allem wenn er dann mit so einer leckeren asiatischen Marinade oder einem leckeren Dressing noch eingerieben wird, und das machen wir heute. Das Dressing schnell gemacht, der Spargel eigentlich auch, ist ein tolles einfaches Rezept und selbst wenn ihr jetzt noch nie Spargel gekocht habt, ist das richtig einfach nachzumachen. Dementsprechend fangen wir direkt mal an mit dem Reis, der braucht am längsten und das ist das Schöne, weil das Rezept, das könnt ihr in 10-15 Minuten schon hinbekommen. Der Reis geht also erstmal in den Topf, dazu kommt die doppelte Menge Wasser. Bisschen Salz noch dazu, Deckel drauf und jetzt braucht er ungefähr so 10 bis 15 Minuten, ist ja immer so ein bisschen vom Reis abhängig. Ich nehme heute Basmati-Reis, dementsprechend 12 Minuten und in der Zeit können wir uns ganz entspannt schon mal unser Dressing machen. Den Spargel mache ich noch mal kurz zur Seite, sage euch da aber gleich auch noch mal ein bisschen was zu. Für das Dressing schneiden wir jetzt als erstes mal Ingwer und Knoblauch ganz fein, die kommen dann in eine Schüssel und dazu kommen 4 Esslöffel Sesamöl oder auch irgendein neutrales Öl plus 1 Esslöffel geröstetes Sesamöl. Geröstetes Sesamöl hat nämlich so einen ganz tollen Eigengeschmack, einen relativ starken, und deswegen brät man damit auch nicht, auch weil es ein bisschen hitzeempfindlicher ist. Aber gerade so zum Verfeinern von Dressings und Soßen ist es wirklich eine absolute Wucht und es lohnt sich auf jeden Fall, normales Sesamöl zu Hause zu haben, also ungeröstetes und aber auch nochmal geröstetes. Und jetzt kommt eine Zutat, die haben die wenigsten von euch wahrscheinlich zu Hause, aber die Zuschauer von Ken Koch, die kennen sie auf jeden Fall. Misopaste. Eine helle Misopaste benutze ich heute, Shiro Miso. Das ist eine fermentierte Reispaste mit Sojabohnen drin. Ist einfach eine krasse Geschmacksbombe. Bringt richtig ja Umami mit ins Essen. Und lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr sie nicht habt und sie euch auch nicht kaufen wollt, könnt ihr auch ein bisschen Sojasauce mit reingeben, aber ist nicht das Gleiche. Dazu kommt dann für die Säure noch etwas Reisessig, die Schale einer Limette, sofern sie dann bio ist, und natürlich auf jeden Fall der Saft der Limette, bringt eine richtig schöne fruchtige Süße mit rein. Honig oder auch Agavendicksaft oder auch Ahornsirup sorgen für die Süße und dann vermischt ihr das alles. Und dann wie bei jedem Dressing natürlich unbedingt mal abschmecken, bevor ihr das Essen weitermacht. Hat auf jeden Fall eine schöne Säure, schöne Fruchtigkeit auch. Mir fehlen zwei Sachen. Ein bisschen Salzigkeit. Dafür können wir einfach Sojasauce reingeben oder einfach Salz. Und ein bisschen mehr Süße, ein bisschen mehr Honig. Das Dressing könnt ihr nochmal an die Seite geben. Ist sowieso gut, wenn es nochmal etwas Zeit hat, um richtig durchzuziehen. Weil gerade Ingwer und Knoblauch, die brauchen auch so ein bisschen, um wirklich ihren ganzen Geschmack da abzugeben. Deswegen übrigens solltet ihr die beiden Sachen auch richtig schön fein schneiden, damit es da mehr Oberfläche gibt und der ganze Geschmack ins komplette Dressing übergehen kann. Bei grünem Spargel, genauso wie bei weißem Spargel, achtet unbedingt drauf, dass der wirklich gerade Saison hat. Denn Spargel ist ein wunderbares regionales Produkt, was man sehr frisch auch nur essen sollte. Und dementsprechend gibt es den auch wirklich nur von, ich glaube, so Mitte April, ist immer so ein bisschen wetterabhängig, bis zum 24. Juni. Danach und davor hat er nicht Saison und dann kommt er eben aus Peru, aus Mexiko, aus Spanien, aus irgendwo her. Und das ist beim Spargel nicht gut, weil er dann nicht mehr frisch ist. Und auch natürlich keine regionalen Bauern unterstützt werden. Wenn aber gerade eine dieser Zeiten des Jahres ist, dann holt euch wunderschönen frischen grünen Spargel. Achtet unbedingt drauf, hier unten, dass es nicht zu hölzern ist. Meiner hier ist ein schlechtes Beispiel, deswegen schneide ich mal die hölzernen Enden hier unten ab, so dass wir auch wieder hier unten ja so eine schöne frische Schnittfläche haben. Grünen Spargel müsst ihr in der Regel nicht schälen. Der hat nicht so wie bei weißem Spargel unten so einen hölzernen Ansatz. Das dann wirklich nur, wenn er schon richtig, richtig alt ist. Aber dann solltet ihr ihn wahrscheinlich eh kaum noch essen. Das Gericht hier kann man ein bisschen unterschiedlich zubereiten. Ihr könntet ihn jetzt auch klein schneiden und dann anbraten und dann mit dem Dressing vermischen. Was ich aber noch besser finde, ist ihn eigentlich direkt in der Pfanne oder auch natürlich auch in einem Topf zu garen. Wenn ihr eine große Pfanne habt, das hier die 28 cm Bratpfanne, die ist auch unten verlinkt unter dem Video, die ist groß genug für den Spargel, dass er auch gut reinpasst. Deswegen mache ich sowas meistens einfach direkt in der Pfanne. Dann habt ihr nämlich nicht das Problem, dass ihr so wahnsinnig viel Wasser hoch erhitzen müsst. Könnt ihr natürlich genauso gut in einem Topf machen, macht keinen großen Unterschied. Wichtig ist nur, dass da Wasser drüber kommt. Grundsätzlich egal, was ihr gart, auf jeden Fall auch noch ein bisschen Salz mit dazu. Sonst verliert er gegebenenfalls ein bisschen Geschmack ans Wasser und das wollen wir ja nicht. Einmal Deckel drauf und da drin braucht ihr jetzt so 3 bis 4 Minuten in der Regel nur, wenn er wirklich kocht. Mein Wasser kocht noch nicht ganz, also ich sag mal 5-6 Minuten. Wenn euch solche schnellen und einfachen Rezepte wie dieses hier gefallen, bitte dran denken, immer einen Daumen nach oben zu geben. Das hilft mir enorm, weil die ganzen Algorithmen hinter YouTube auf jeden Fall darauf achten und ich freue mich natürlich sowieso, wenn gutes Feedback von euch kommt. Also Daumen nach oben und wer nochmal was extra machen möchte, auch gerne einen netten Kommentar unten da lassen. Das hilft immer ganz enorm, damit so ein Video eben auch von mehr Leuten gesehen wird. Und falls ihr neu hier auf dem Kanal seid, falls ihr gerade über Google reingekommen seid oder wo auch immer her, gerne abonnieren, denn ich versuche euch hier das Kochen ein bisschen schmackhafter zu machen, ein bisschen einfacher zu gestalten und euch wirklich Alltagsrezepte zu zeigen, die von jedem zu jeder Zeit einfach umsetzbar sind. Dass der Spargel bereit ist, das erkennt ihr einfach, indem ihr mit einer Gabel reinstecht und da gut reinkommt. Macht es aber bitte nicht, wenn ihr eine beschichtete Pfanne habt. Ich meine, beschichtete Pfannen haben wahnsinnig große Vorteile und sowas, aber mit einer Gabel da durchzukratzen ist wirklich
definitiv nicht gut dafür. An der Stelle vielleicht auch der kleine Hinweis, dass wir bei unseren Produkten jetzt mittlerweile einen Wiederbeschichtungsservice anbieten. Mehr Infos dazu findet ihr auch unter dem Video nochmal, wo es auch zum Shop gibt. Und falls euch das interessiert, ja, guckt euch das an. So, zurück zum Spargel. Der wird einmal angepiekt und ich komme super easy bis zur Mitte. Perfekt. Dementsprechend kommt der Spargel jetzt raus und ich gebe den auch nochmal kurz zum Abtropfen auf ein Küchenpapier. Das mache ich einfach dafür, dass das Dressing gleich besser daran haften bleibt. Das ist nämlich die gleiche Grundregel wie beim Salatdressing zum Beispiel auch. Wenn der Salat nass ist und in dem Fall der Spargel nass ist, dann kann euer Dressing nicht gut daran haften bleiben, weil Öl eben an dem Wasser wegfließt und dann habt ihr den Fall, dass ihr zwar das Dressing drüber gebt, aber das Dressing einfach da daneben vorbeiläuft und unten auf dem Teller liegt und dann praktisch der Geschmack vom Dressing nicht da ist, wo ihr ihn haben wollt. Und hier noch ein kleiner Trick zum Anrichten, habe ich in ein paar anderen Videos schon mal erzählt. Einfach den Reis in so eine kleine Glasschale oder eine kleine Tasse oder sowas drücken und zwar einfach wirklich mit ordentlich Kraft da reindrücken. Dann an der Seite den Reis abmachen und dann könnt ihr den so wunderschön servieren und sieht aus wie im Restaurant. So, wir nehmen uns 5-6 Spargelstangen, würde ich mal schätzen, pro Person. Könnt ihr euch auch gerne auch mehr geben. Geben die auf den Teller und darüber kommt jetzt unser wunderbares Dressing. Darüber kommt dann noch etwas heller und auch schwarzer Sesam. Sieht vor allem optisch richtig gut aus. Könnt ihr euch natürlich auch anrösten vorher, dann schmeckt es umso besser. Und etwas rote Chili. Der scharfe Kick, der kommt richtig gut in den Essen. Und diese roten Akzente sehen natürlich auch Hammer aus auf dem Teller. Und schon habt ihr ein richtig schnelles und verdammt leckeres Essen hier vor euch. Gerade so eine wunderschöne Spargelstange probiere ich doch jetzt einfach mal. Oh, schon geil. Ist schon geil, dieses Dressing. Passt einfach verdammt gut zu Spargel. Passt, glaube ich, auch zu anderen Dingen. Also man kann es wahrscheinlich auch mit ganz vielen anderen Gemüse kombinieren. Euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und dann hat man schon mal die Chance, mit einer Spargelstange aufs nächste Video zu zeigen. Da oben gibt es noch mehr asiatische Rezepte. Guckt da gerne vorbei und macht vor allem dieses Rezept nach. Viel Spaß dabei. Ciao.